Meine erste Frage wäre, was sind Ihre persönlichen Tipps für den Umgang mit Hass und Hasskommentaren im Netz? Also der wichtigste Tipp für mich persönlich wäre, dass man es nicht persönlich nehmen darf, dass man sich das nicht zu Herzen nehmen darf. Die Leute, die Hass im Netz verbreiten, haben meistens selber ein Problem. Das ist deren Problem und nicht das Problem von einem selber. Aber wenn man das nicht... Wenn es einem nicht ganz wo vorbeigeht, dann sollte man wirklich gucken, man ist nicht alleine, es gibt Leute, die einem helfen und man findet Unterstützung auf verschiedenen Plattformen, zum Beispiel bei euch. Haben Sie denn noch eine persönliche Nachricht an die Hater draußen im Netz? Na, ich finde, es ist im Netz wie im normalen Leben. Ich finde, es ist so einfach, man muss sich nur in die Rolle desjenigen versetzen, der da gerade betroffen ist. Und ich verstehe mal nicht, warum das Leute nicht tun oder nicht können. Also wenn man so jung ist wie ihr, kann man nicht sagen, stell dir vor, das passiert deinem Kind. Ja, das ist bei Erwachsenen, glaube ich, das Wirkungsvollste, weil jeder sein Kind liebt. Und wenn man sieht, wie es dem Kind schlecht geht, weil es gemobbt wird zum Beispiel, das ist das Allerfurchtbarste. Und die Idee, das würde ja, einem selbst passieren oder jemandem, den man liebt, das sollte eigentlich jeden davon abhalten, so einen Scheiß zu machen, finde ich. Und jetzt die letzte Frage. Hier ist eine Tafel. Sie kriegen direkt einen Stift. Und zwar würde ich gerne wissen, was Ihnen im Netz nicht egal ist. Oh, das ist viel. Aber jetzt spontan. Spontan würde ich jetzt Mobbing nehmen, weil... das ist, wie es analog auch geht, ne? Ganz viele gegen einen, der sich schwer wehren kann. Und ich habe es zum Glück nie erlebt, aber ich kann mir nur vorstellen, wie das sein muss, wenn du so hilflos bist und ausgeliefert und du ganz viele gegen dich hast und nicht weißt, wie du da rauskommst. Und ich stelle mir das so furchtbar vor. Und wir wissen ja auch, es gibt Menschen, die sich umbringen, die es versuchen, weil sie keinen Ausweg sehen aus dieser Situation. Und das ist mir echt nicht egal. Danke.